Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Hier in der Todesfalle von Fallout 4. Wir sind hier in Nuka-Cola World und machen hier bei einem, vor allem ungewollt, bei einem Spiel auf Leben und Tod mit. Im letzten Part wurden wir noch von ekelhaften Ameisen angegriffen. Und wir begeben uns weiter voran. Hier sieht man noch so eine fliegende Ameise, so eine ekelhafte. Und wir machen uns weiter in Richtung der Leute, die uns hier zuschauen, um möglicherweise die dann, ja, ihre gerechten Strafe zuführen zu können. Ich hoffe wirklich, dass wir da lebend durchkommen. Ich möchte denn nämlich gerne ordentlichst einheizen, diese Bagage. Zugekettet sogar, aha. Aha. Das heißt, von der anderen Seite werden wir vielleicht auch irgendwie mal. Oh. Ja. Ja. Und wie immer ist er schon ganz nervös, weil wir nicht durchstürmen und uns umbringen lassen, sprich unvorsichtig sind. Aber das ist mir sowas von egal, weil ich will hier ja überleben und noch Möglichkeit, einige Sachen mitnehmen und Ressourcen trotzdem sparen. Gut, 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 gut. Also. Fein. So. Wir machen hier mal weiter. Suchen, such, such, such. Einen Hocker. Und hier und da. So. Und so. Hm, so, sonst schaut dann nach nichts aus. Wieder einmal den Kopf nach unten halten. Oder sagen wir so, weiterhin den Kopf nach unten halten. Hm? Darauf habe ich gewartet. Was sollte? Scheißegal, was du tust. Was? Feuerprobe erstellen wir sowieso. Ey, was? Wo kann denn hier jemand? Ah, da rennt er. Jägerräuber. Elite? Kommt er wieder zurück? Irgendwas brennt hier doch. Oder kommt der Depp hier rein? Mhm. Mhm. Hört sich ja gerade wieder super an, ne? Kachang, kachang. Kachang. Miep, kachang. Haben jetzt nicht mal alle von diesen grauslichen Drecks. Ich hoffe. Was? Wer ist da? Da! Was? Was? Wie viel Damage? Ach, halt endlich denn. Doggy, du solltest ihn anspringen. Oh! Alter, alter, alter! So. Nochmal was essen. Unser Dog mit braucht schon bald mehr Steampacks als wir. Da war noch was. Hier haben wir was. Ja, ja, ist klar. Und natürlich bin ich genau jetzt, in diesem Moment, überladen. Damit ich ja super rückwärts gehen kann. Doggy, komm mal her. Dog mit. Wo ist denn jetzt die Granate überhaupt hergekommen? Arschlöcher da alle zusammen. Also die Gegner. Dogmeat, ich brauch dich mal. Oder so. Hundi. Hundi. Hallo. Bleibst du mal stehen, Köter? Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben. Ich glaube, ich bin. Jetzt bleib mal nicht da. Doggy, komm her. Ist ja nicht zu glauben. Du sollst mir da helfen, bitte. Ist ja nicht zu glauben. Warst du das auch schon voll? Stimmt. Doggy Meat ist auch schon voll. Gut. Gut. Eigentlich schlecht, aber naja. Ich würde meinen, bin ich noch verletzt? Ich futter das mal weg.
nicht mehr tragen. Ja, ja. Ich futter gleich mal diesen einen Eichhörnchen-Topf da weg. Ein Topf da. Eichhörnchen-Eintopf ist weg. Gemüsesuppe. Jetzt bin ich eigentlich satt, ne? Entschuldigung. So. Bin ich voll? Ja. Dreck. Ui, schon mal, wo ich da vorbeigehatscht bin, ne? Ja, das ist jetzt wieder dumm, eigentlich. Ja. Ich werde hier... Ich werde es dann später wiederholen gehen. Ich werde hier einfach mal Waffen lagern. Oder vielleicht nicht unbedingt Waffen. Sondern eher mehr Kleidungsstücke. So. Na, nicht die. Halt, die brauche ich noch. Glaube ich. Oh, nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, ist ja wurscht. Ist ja egal. Hauen wir die Waffen rein. Ist ja komplett wurscht. Alle Splittergranaten einmal. Das kommt weg. Die kommt weg und das kommt weg. Und da zwei oder eine. Die kommt auch rein. So, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen leichter. Dann werde ich mich bemühen, nur also zu versuchen, nur Schrott mitzunehmen. Aber irgendwo soll es ja doch eine Tür geben, die verkettet war. Da müsste man doch schon hier rankommen, oder? Erst da drüben wahrscheinlich. Warte. Hey, nicht stecken bleiben. Wo geht's hier lang? Aha, schau mal. Holoband, okay. Das restliche Zeug lasse ich schon mal liegen. Sonst bin ich gleich wieder extremst überladen. Ich folter euch. Ich folter euch, ihr Deppen. Ihr habt es nur vorher nicht gewusst. Ja, ja. Ja, ja. Selber schuld. Na, da ist uns nichts mehr. Ein Holoband. Sollen wir uns das vielleicht zuerst ab und anhören? Das geht jetzt hier. Das geht jetzt. Na, Entschuldigung, hier, Entschuldigung. Diverses. War das jetzt das hier? Warte mal. Warte, Entschuldigung. Wie heißt du jetzt nochmal? Ian. Wohl hätte schon gepasst. Was schon. Jetzt war ich mir gerade nicht sicher. So. Ian, Holoband. Hat mich wieder erwischt für die Feuerprobe. Das System stinkt doch. Tut mir leid, Ian. Du hast wieder den Kürzeren gezogen. Ian, setz die Fallen im Irrgarten zurück. Ian, schaff die Leichen weg. Ian, reparier die Türme. Was auch immer, Mann. Dieses Mal habe ich mir Schnaps und Camps von Maddox gekrallt. Wird er nicht vermissen. Und ich lass mir schön Zeit. Okay. Na toll. Das hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. So, was ist das für ein komisches... Es ist schon wieder Nacht. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Hier weiter und da. Boah, ist das riesig hier. Hätte ich das nur irgendwie geahnt, hätte ich das noch für ein bisschen später aufbehalten. Aber es ist eh wurscht. Es gibt hier so... Wahnsinn! Ihr wisst, was dieses Geräusch bedeutet! Bitte was? Kann ich dich von hier aus gleich erschießen? Mist. Aber jetzt vielleicht, oder? Ach komm. Das ist ja kacke. Wieso kann man denn nicht gleich erschießen, dieses Arschloch? Das ist echt nicht fair. Schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Endlich. Schalte jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn... Ah, da ist ja mein nächstes Opfer. Sieht mickrig aus. Hier eine kurze Erklärung, wie es läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show.
Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verziere. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Wenn du denkst, diese Powerrüstung würde dir was Gutes tun, dann täuschst du dich. Gut, Gage. Lass sie durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Ich blass. Ich mach dich fertig. Betritt die Umkleide. Ich speichere das mal. Ey, das ist so übel. Es ist gleich so weit. Nach diesem Loch ist das bestimmt das beste Gewinn. Ach, halt's Maul. Echt, Entschuldigung, aber... Boah, ey. Die Bagage, wie die erwischt. Bitte, wie lang nur? Ui, ui. Ui, ui. Ja, großartig, ne? Oh, schau mal. Verdammt nochmal zu, wenn du da lebend rauskommen willst. Ich hab nur eine Minute. Geh zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Was ist das für ein Ort? Was springt für dich raus? Ich hör zu. Ich brauch dich nicht. Doch, gut, ich hör zu. Ich höre zu. Braves Mädchen. Sieh mal, du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Ja. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten. Kein einziger Kratzer. Verstehst du? Ein Schutzschild. Wie kann man ihn besiegen? Schummelnder Feigling. Hab nicht weniger erwartet. Das ist doch Unsinn. Na, ich hab echt nicht weniger erwartet. Von einem Raider hätte ich nichts anderes erwartet. Du kennst uns wohl gut. Willst du gewinnen? Ich hab eine Waffe in den Spinden versteckt. Hol sie dir. Danke. Aha. Tür, geh mal zu. Vorschlaghammer. Ennis. Ich denke nicht, dass es das sein wird. In den Spinden. Was haben wir denn da? Plasma-Kartusche. Bleirohr. Kronkork mit Zinnkanister. Vor. Da bin ich jetzt aber gespannt, was das sein soll. Halt, da liegt auch noch was. Fusionskern. Schau, 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 schone. Ich weiß nicht, ob der... Kampfmesser? Das wird wahrscheinlich auch nicht sein. Zwischendrin. Hilft uns nichts. Durstlöscher. Nochmal, ja. Eine Spritzpistole? Im Ernst? Ich kann es mir eventuell schon vorstellen, was die da damit bezwecken wollen. Aber ich nehme jetzt erstmal eine Minigun. Verdammt, ist zu schwer. Die kann ich so nicht schleppen. Ich lege sie mal hier rein. Vielleicht, ja. Den Vorschlag haben wir auch. Vielleicht können wir sie ja irgendwann mal holen gehen, aber das wäre mal zuerst nicht schlecht. Den Schrott mitzunehmen, der ist wichtiger. Brennstoff. Okay, ich bin noch nicht überladen, was mich jetzt wundert. Boah, alles voll geblutet, ne? Da ist irgendwo ein Fusions... Ja. Geht hier irgendwo eine Tür auf? Nö. Da ist nichts versteckt. Ja, schnell umschauen noch, ne?
Schnell ist gut gesagt, ja, ich weiß wieder. Ich bin langsam, aber naja. Gut, Ding braucht halt... Der Strom in der Arena ist 30% niedriger? Oh, weißt du das? Nicht schlecht. Ist die das Waffe eine... brauchst du trotzdem, aber... Wasserpistole? Das sollte helfen. Ja, ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. Wollte ich schon immer haben. Das funktioniert nicht. Verstand verloren. Na, wollte ich schon immer haben. Wollte ich schon immer haben. Wäre ein tolles Spielzeug für Sean gewesen. Ah, dann ist das dein Glückstag. Glückwunsch. Können wir jetzt weitermachen? Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Dir bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Bist du sicher? Sarkastisch. So gut wie erledigt. Das sollte nicht schief gehen. Ja, so gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Genau das wollte ich hören. Gut, es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ist das dann der Kerl, der ihm da die Rüstung... gerichtet hat, sage ich jetzt mal. Okay. Warte mal kurz. Okay. Ja. Zuerst einmal probiere ich noch einmal, ob das jetzt hinhaut mit den Waffen. Ob sie mir auf den Tasten bleiben. Ich möchte gerne 4. Scharfschützengewehr macht nicht so viel Damage. Ich hätte jetzt Dingens nehmen sollen. Ich werde die hier nehmen. Und wenn alle Stricke reißen... Der macht mehr Damage. Würde ich sagen, so. Okay, wir beginnen mit 4. Oh Gott. Gespeichert habe ich, ne? Ich speichere lieber nochmal. Ja, ich bin nervös. Ja, ich bin nervös. Ich gebe es ehrlich zu. Ist hier aufgegangen? Nö. Na dann. Okay. Jünger, seid ihr bereit für das Gemetzel? Das Rudel bereit für die große Show. Das ist ja aufgeladen, ne? Ja, darf ich da jetzt rein? Du, bist du bereit zu sterben? Ja. Fangen wir. Okay. So. Was passiert? Was soll das? Was zum Teufel? Sag das mit dem Wasser, die Pistole! Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber leben! Nicht raus! Bomben, Bomben, Bomben! Drüben, drüben, drüben! Komm! Scheiße! Aha, warte! Ist schon wieder soweit! Wasser, Wasser, Wasser! Okay, was essen? Komm her, du Sau. Na komm. Mann, komm, das trifft ja nichts. Aber es geht. Es ist machbar. Ich muss ihn... Okay, er wird schon überladen. So, verstecken. Auf 4. Essen. Da kommt er. Dreckschwein. Komm da her. Au. Okay. Jawohl. Boah, das hat einen Rückstoß, die Buffen.
Alter. Trotzdem okay, ah, zurück. 4 Steampack. Hey, das klappt gar nicht mal so schlecht. Ich habe gedacht, die stellen mich dümmer an. Das komm her, du Sau. Mistkerl, du Dreckiger. Da. Yes! Ho, 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 ho. Yeah! Mir wurscht, wenn ich über Land bin, ich nehme das alles mit. Bist du dir sicher, Gage? Ich hoffe wirklich, dass du weißt, was du da tust. Hey, wir haben doch darüber geredet. Sie hat die Feuerprobe überlebt. Sie war clever genug, meinen Rat anzunehmen und stark genug, um Coulter zu töten. Eine wie sie brauchen wir. Wie wär's, wenn ihr eurem neuen Anführer etwas Respekt erweist? Sie wird Respekt bekommen, wenn sie sich ihn verdient hat. Was? Der war der Chef? Ja, und jetzt, hä? Na schön, also gut. Verkrümelt euch jetzt. Und ich zeig dem Boss hier alles. Was hab ich gesagt? Lief alles wie geschmiert. Ich dank dir. Overboss sollte sterben? Witz, dank dir. Bin größere Herausforderungen gewohnt. Was? Nein, danke dank vielmals. Dank dir. Kein schlechter Plan. Und siehe da, er hat funktioniert. Okay, ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht. Ja. Und dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Coulter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Overboss. Und, Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen. Das wird es wert sein. Okay, ich hab das Sagen, sarkastisch. Du hast meine Aufmerksamkeit, wohl ein Witz. Na, passt schon, Aufmerksamkeit. Sagen wir einfach, du hast meine Aufmerksamkeit. Gut, dann hör zu, denn ich muss dir einiges erklären. Ja. Nuka World wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Coulter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein Super. Falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen und die Banden daran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Okay, warum ich? Es sollte, was dabei rausspringen, klingt spaßig. Super. Gage bedrohen. Na, klingt spaßig. Klingt spaßig. Ich bin dabei. So ist's richtig. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber ja. Hier ist nicht der richtige Ort. Mhm. Wir sehen uns im Overboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Warte, ich mach dir die Tür auf. Da. Danke. Sehr freundlich. Die hier? Welche dann? Ach so, ja. Boy, aber wup 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 wup. Stufe aufgestiegen, Level up. Super. Ach du Heilige. Na, nachdem wir eh schon überladen sind, volle Kanne, wäre es schon fast schlau, das Zeug nochmal zu holen. Was ich da hinten zumindest gelagert hatte. Na, das ist zu weit. Na, das ist zu weit. Warte, das mache ich mal, wenn ihr nicht zuschaut. Ist besser. Das kostet jetzt zu viel Zeit, da ich ja schon gehen muss. Oder nur mehr gehen darf, besser gesagt. Na, das machen wir anders mal. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie wieder zum Anfang hingelange, dass ich wenigstens das Graffel dort so einlagern kann, dass ich... Also, dass wir schnell reisen dürfen. Na, Doki, ha? Das hier soll das unser neues Quartier sein? Es schaut so aus. Was ist denn das eigentlich hier? Nuka World. Aha, für außen draußen.
Besen. Was? Ist das vielleicht eine Karte oder was? Entschuldigung. Falsche Taste. Roboter, okay. Na gut, also hier lang. Das können wir auch noch mitnehmen. Ist eh schon wurscht. Ein bisschen halt. Gut. Wo geht's jetzt lang? Bitteschön. Boah, das ist irgendwie voll. Keine Ahnung. Mir fehlen da gerade ein bisschen die Worte. Ich hoffe, das sind nur Schussübungen. Eine ganze Stadt. Also, ja. Schuften wir rund um die Uhr. Was habt ihr erwartet? Wir erwarten etwas mehr Anerkennung. Wir geben euch zu essen und zu trinken. Wir bieten euch Sicherheit. Mhm, ich sehe schon, wir haben da viel Arbeit vor uns. Also ich sehe schon, ich höre es schon. Müssen wir denn jetzt hin da runter? Darüber? Bin ich da, sind wir da richtig? Das ist echt kacke, dass man nur gehen kann. Brahim-Schild. Weißt was? Ich werf das jetzt alles in den Müll. So, das haben sie jetzt davon. Das kommt weg und das kommt weg. Und du auch. Das haben sie jetzt davon. Das kommt alles in den Müll. Aber ich glaube eher mehr Schrot als sonst was. Derweil einmal. Das gehe ich dann alles bei passender Gelegenheit holen. So, la 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 la. Was? Immer noch überladen. Geh her auf. Dann nehmen wir halt. Na, das ist zu wenig sogar. Jetzt passt er. Da. So, jetzt ist schon besser. So, schnell nachlaufen. Ist das normal, dass da geschossen wird? Was? War er da drüben gerade? Na. Ich hoffe, ich bin da richtig. Schaut aber nicht so aus. Der Deichsel, wo ist denn der Depp jetzt hin? Da oben. Ja, ich bin hier komplett verkehrt. Mann, das ist so kacke. Also auf der Minikarte kann man sich da oft nicht verlassen, ganz ehrlich. Na, der ist nach oben gelaufen, ich laufe nach unten. Ja. So, Karte schauen. Ich glaube darüber. Nuka Down, USA. Großartig. Gerade alles wieder auf. Wenn noch was da ist, wie verlässlich ist deine Quelle? Verlässlich. Groß ist das alles schon, muss man sagen, ne? Bin ich da jetzt mal ansatzweise richtig? Ja, schaut zumindest besser aus. Na, servus. Bitte, wo ist denn da mein Quartier? Das kann ja nicht stimmen, oder? Okay, und jetzt da lang? Hier rein? Damit ich das richtig verstehe. Eine Plünderin überlebt die Feuerprobe, macht den Boss kalt und jetzt sollen wir ihr folgen? Soll das gehen? Ich hab echt das große Zittern. Wir reden da gerade über mich. Wir sind schon voll in aller Munde, ne? Servus. Zu schnell. Ich lass echt nach. Ich dachte, wir hätten dir gesagt, dass du auf dem. Schaut aus wie ein Schurke oder ein Ninja, keine Ahnung. Ist da vorne. Oh, aha, jetzt dachte ich schon. Ja, wurscht. So, wo weiter? Aha, okay. Also, um den Deich herum, streng gesehen, kann man ja durchlaufen. Geht schneller. Servus. Bergungsgut, Drogen. Irgendwas davon
Ja. So, und jetzt? Raufstellen wahrscheinlich und? Oder der Lift kommt erst runter. Oh, huch, da kommt erst runter, okay. Und jetzt? So. Ah. Und da oben, das ist mein Daheim. Also zu Hause jetzt. Tatsächlich. Boah, schaut aber echt stark aus. Also ich meine, geile Aussicht. Warte. Über alles, ne? Boah. Schaut schon stark aus. Willkommen zu Hause, Boss. Ja. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, hm? Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Ich danke dir, ja. Was soll ich an der Spitze? Dann mal ran ans Werk, das hört sich gut an. Will den Job nicht. Oh, na, das hört sich gut an. Das hört sich echt gut an. Das dachte ich mir. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Mhm. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Schon klar, ja. Talente? Sarkastisch. Ich verstehe. Du bist ein Feigling. Na, welche Talente hättest du denn? Und was hast du so für Fähigkeiten, Gage? Abgesehen von meinen Schießkünsten und deinem losen Mundwerk? Ich bin fast schon mein ganzes Leben bei irgendwelchen Banden. Ich weiß, wie Raider denken, was sie wollen und wie man das zu seinem Vorteil nutzt. Glaub mir, ich hänge in der Sache genauso drin wie du. Die Scheiße muss klappen. Schon klar, ich verstehe. Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit, die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war, ist unschön. Mhm. Was für eine Scheiße. Zeitverschwendung, ich kann das regeln. Coulter war schwach. Naja, ich kann das regeln. Das kann ich regeln. Das bekomme ich hin. Ja, das hoffe ich wirklich. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Schon klar. Hast du einen Tipp? Brauch sie nicht. Ich mag jeden. Sie werden mich fürchten. Na, hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Na komm schon, das sind Raider. Einfach zu durchschauen. Sag ihnen, dass du ihre Muckis magst oder dass du Kronkorken regnen lässt. Trag nur nicht zu dick auf. Okay. Mich mag jeder. Sie werden mich fürchten. Brauch sie nicht. Na, mich mag jeder. Keine Sorge. Mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ja, eigentlich bist du schon der neue Oberboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Treff dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Das mit Charisma nervt schon ein bisschen, ne? Naja, was dann? Ich muss darüber nachdenken, legen wir los. Den Ärger brauche ich nicht. Na, was machen wir dann als nächstes? Na, ist wurscht. Legen wir okay. mal los. Dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du die Richtige für den Job bist. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du bist nun mal der Overboss. Mach bloß keinen Scheiß. Ich geb mir Mühe. Ja, schön. Ui, ui, ui. Ui. Schön. Oh, schön.
wirklich schön. Ist ja nicht schlecht. Ist ja echt nicht schlecht. Und da habe ich auch schon gesehen. Wer bist denn du? Na, das schaut leicht. Aha. Ja. Ich habe schon gesehen, schaut mal, eine eigene Bauerrüstungsstation. Sogar. Ja, das ist eben, da stand die Powerrüstung, ne? Von dem ein, von dem Boss eben. Ja. Puh, was soll man denn jetzt machen? Ja, entweder sprechen wir mit den Deppen oder wir schauen uns gleich mal diese neue Powerrüstung an. Was mir ehrlich gesagt schon lieber wäre. Das heißt, wir müssen uns umziehen. Kleidung. Diese Ober... Oh ja. Eigentlich. Im Vergleich zu den da. Ja. Die wäre echt schon nicht so schlecht. So. Sie sind auch schon ausgerüstet. Schaut nicht so hübsch aus wie die Paladin-Dings, aber immerhin. Ich klatsche die einfach mal da rein, den Rest davon. Also. Jetzt haben wir die aber schon so gut aufgewertet, ne? Nein, mir gefällt die aber besser. Ganz ehrlich, die Paladin-Rüstung gefällt mir einfach besser. Ich werd die einfach jetzt mal lagern. Oder wir bauen die zusammen. Das können wir auch machen. Warte. Wir... Schon wieder falsch. Wir bauen die jetzt zusammen und stellen sie als Ganzes dahin. Das können wir machen. Das ist eine Idee. Das können wir tatsächlich machen. So. Na, schon wieder falscher Knopf. Immer will ich auf Escape, Herrschaftszeiten. Das ist jetzt auch wegen Fire Emblem so. Also, wir ziehen die jetzt aus. Ruck. Und gehen reparieren. Das können wir nämlich auch machen. Und zwar nicht die, sondern die hier. Also, ach so, die ist gar nicht zum... Ist dann hier gar keine zum Reparieren? Wahrscheinlich muss ich die erst zusammenbauen, ne? Ja, ausrüsten, richtig. Natürlich, dann eben nicht so. Mein Gott, bist du empfindlich. Boah, die habe ich auch gut hingestellt, ausnahmsweise. Das war gar nicht so beabsichtigt. Naja. Dann ziehen wir eben die andere an. So. Was? Ach so. Ach so. Ja, okay, es sind nur Teile. Ich bin ein Depp. Natürlich keine eigene. Ja, das habe ich wieder schlau gemacht. Natürlich, Denkfehler. Super. Entschuldigung. Dann müssen wir die Teile da reinschmeißen, dann passt das schon. Entschuldigung. Denkfehler gehabt gerade. So. Ah, ja, ja. Wieder einmal, sagen wir so. Gut. Dann also hier. Ja, was jetzt? Ich will sie auch nicht reparieren, ich will sie anziehen. Du Depp. Darf ich die jetzt bitte anziehen? Ich glaube, der will mich da ein bisschen schälen. Der will mich gerade, glaube ich, ein bisschen ärgern. Der ist ruiniert. Jedenfalls, Schrott habe ich gar keinen mehr. Ich habe überhaupt nichts mit eigentlich, ne? Wie kann ich denn bitte so schwer sein? Ich kann ja auch nichts reparieren, weil ich nichts mit habe. Jetzt komme ich erst drauf. Doggy, komm her mal. Gib alles, was du hast. Ja, damit. So.
Das machen wir jetzt da rein. Das ist ja, glaube ich, sowas echt. Das sind da wahrscheinlich alles nur Waffen, ne? So. Die kommt weg. Die brauchen wir auch nicht wirklich. Die hau ich auch weg. So, das kommt alles. Na, warte. Wo doch? Das kann weg, das kann weg, das und das und das kann weg und die kann weg. Ich will schon gern die hier behalten. Erstens haben wir die schon so weit aufgewertet. Die will ich nicht verlieren, ehrlich gesagt. So, Herrschaftszeiten. Geht jetzt was? Muss ich erst befüllen, ich Depp. Hoppla, ich habe hier nichts mit. Geht's jetzt? Mann, ey. Ja. So ein Dreck. Also, geht jetzt was zum Reparieren? Ja! Jetzt schaut schon besser aus. Reparieren. Da sind wir auch schon fertig. Hier geht noch was zum Reparieren. Ja, das haben wir schon. Der und der und das und... Aha, okay. Was würde dir fehlen? Nix, aber der ist in Ordnung. Aha. Ah, hier, den Arm. Okay. Sind wir jetzt wieder ganz. Sehr gut. Können wir hier irgendwas aufwerten? Hier zum Beispiel. Ja, okay, da fehlen mir die Sachen, ne? Ja, ja. Passt schon. Ach, du Heilige. Na, super. Dann würde ich sagen, wir aktivieren wieder unsere Powerrüstung. So machen wir das. Und ich werde dann ein Ründchen marschieren und die Sachen einsammeln, die wir hier verstreut haben. Hallo? Läufst du nicht? Willst du nicht laufen? Brauchst du was, Boss? Okay, irgendwie willst du aber nicht laufen. Muss ich dann noch schnell nachschauen. Na fein. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!